Ein belgischer Lobbyist hat jetzt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angeklagt wegen einer mutmaßlich rechtswidrigen SMS-Verhandlung mit Pfizer rund um die Impfstoffe in der EU. Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens, und ich lese euch mal kurz die Schlagzeile hier vor aus der France Soir. Un lobbyiste belge porte plainte contre Ursula von der Leyen pour corruption. Entretien avec Madame Diane Prota et Frédéric Baldin. Was so viel heißt wie, er hat sie halt verklagt. Und jetzt geht es mal so ein bisschen um die Hintergründe dessen, warum, wieso, weshalb. Und zwar heißt der Frédéric Baldin, er stammt wie gesagt aus Belgien und hat jetzt in Lüttich diese Klage eingereicht, weil er, wie er sagt, Frau Ursula von der Leyen die Finanzen seines Landes und das öffentliche Vertrauen untergraben hat. Und ihr fragt euch vielleicht, worum genau ging es denn eigentlich da? Nun, das weiß man leider nicht, weil Ursula von der Leyen die relevanten SMS, die sie damals mit dem Pfizer-CEO Alfred Bourla direkt ja geschrieben hat, gelöscht hat. Und dort ging es um nichts anderes als eben um massive Verträge rund um die Impfstoffe im Volumen von über 1,8 Milliarden Euro für die EU. Und ja, der Frédéric Galbin sagt jetzt nun, dass es einerseits eine Aneignung von Funktionen ist, für die eigentlich die EU-Kommissionspräsidentin gar nicht zuständig ist. Das heißt, es gibt dafür eigentlich eine spezialisierte Einheit, die sich um diese Deals kümmern soll. Und eigentlich hatte sie dort gar nichts verloren. Das ist natürlich vielleicht auch mutmaßlich der Grund, warum sie die SMS danach gelöscht hat. Das ist ja auch schon damals in der Bundeswehr-Affäre ähnlich gewesen. Und deswegen lautet der zweite Anklagepunkt eben, dass es hier auch um Vernichtung von öffentlichen Urkunden ging und eben um der allgemeinen Korruption. Die Anwältin von Frédéric Baldin, die ihr hier auch im Bild sehen könnt, sagt nun auch, dass der Richter in Lüttich wohl diese Klage nicht ablehnen kann und dass es dazu führen kann, dass jetzt auch die Immunität aufgehoben werden muss von Ursula von der Leyen, damit hier eben auch strafrechtlich ermittelt werden kann. Ganz wichtig zu betonen ist auch, dass hier nicht etwa die EU-Kommission als Ganzes verklagt wird, sondern ganz spezifisch Frau Ursula von der Leyen. Und ein anderer Umstand, der hier auch interessant ist, ist, dass natürlich aktuell in der EU ein extremes Überangebot an Impfstoffen besteht und viele Länder jetzt dazu übergegangen sind, ihre überschüssigen Dosen entweder an andere Länder zu spenden oder sogar diese zu zerstören. Ich bin gespannt, ob es jetzt eine Gerichtsverhandlung hierzu gibt. Und natürlich bin ich noch viel mehr gespannt, was dann tatsächlich auch das Urteil sein wird. Denn der Anklagepunkt legt hier fest, dass es sich mit diesen Punkten hier tatsächlich eben um strafbare Handlungen im Land Belgien handelt. Aber bevor man sich jetzt hier zu viel Hoffnung macht, sollte man sich auch vergegenwärtigen, dass auch beispielsweise eine Christine Lagarde ja bereits damals angeklagt und sogar für schuldig befunden wurde in einem ganz anderen Fall. Das ist schon 5, 6 Jahre her. Und dort hat man aber von einer Strafe komplett abgesehen wegen der wichtigen Persönlichkeit von Frau Lagarde. Also hier muss man natürlich immer so ein bisschen überlegen, wie gleich sind eigentlich alle Menschen vor dem Gesetz? Hat das wirklich etwas zu tun mit welcher Stellung du gesellschaftlich oder politisch hast? Kann nur hoffen, dass hier die Jurys, die Richter und so weiter hier zu einem entsprechenden, auch verfassungsrechtlichen Urteil kommen und sich an die Gesetze halten und alle Beteiligten hier an einem fairen Verfahren eben auch mitarbeiten. Hier habe ich dir übrigens auch nochmal ein Video verlinkt über die unterschiedliche Handhabe, die einige EU-Länder jetzt hier bei den ganzen Restdosen
hier auch haben. Da sieht man eben auch, dass es innerhalb der EU schon einiges auch an Streitigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten gibt, weil beispielsweise hier Polen einfach gesagt hat, wir werden jetzt hier diese Verträge, so wie sie damals geschlossen wurden und so weiter, nicht mehr einhalten, weil es hier auch um die öffentlichen Finanzen von unserem Land geht und unseren Bürgern und so. Und dass wir es halt nicht einsehen, dass die Konzerne, die eben schon Milliarden an Gewinnen und so weiter gemacht haben und dem Alfred Buhler, der halt irgendwie 25 Millionen US-Dollar letztes Jahr alleine verdient hat, dass die jetzt noch mehr bekommen für teilweise Dosen, die sie gar nicht erst herstellen und trotzdem dafür Geld bekommen. Das heißt, in diesem Video findest du noch mehr Informationen darüber.